Bevor wir Seitenzahlen in unsere Projektarbeit bzw. in unserem umfangreichen Dokument einfügen, müssen wir zuerst verschiedene Abschnitte definieren. Die Seitenzahlen unterscheiden sich nämlich pro Abschnitt. Unser Inhaltsverzeichnis wird immer mit einer römischen Nummerierung angezeigt, wohingegen unsere normale Projektarbeit bzw. der Inhalt immer mit einer Seite 1 von x, sage ich jetzt einmal, angezeigt wird. Aus diesem Grund müssen wir zuerst unsere Arbeit in die verschiedenen Abschnitte teilen. Dazu stellt ihr euch direkt nach dem Ende des ersten Abschnittes hinein, also in dem Fall nach unserem Inhaltsverzeichnis und wählt dort in der Registerkarte Layout in der Gruppe Seite einrichten die Umbrüche an. Wir brauchen einen Abschnittsumbruch und zwar könnt ihr hier den fortlaufenden einfügen, ansonsten würde es euch noch eine weitere Seite hinzufügen, das benötigen wir nicht. Wenn ich nun also den Abschnittswechsel eingefügt habe, wird er mir hier angezeigt, wenn ich die nicht druckbaren Zeichen anhabe. Und dasselbe Spiel brauchen wir natürlich für unseren Anhang. Das heißt, vor unserer eidesstattlichen Erklärung, nach unserem letzten Textabsatz, brauchen wir ebenfalls nochmal einen solchen fortlaufenden Umbruch. Dieser wird mir jetzt nicht zwingend immer angezeigt. Wenn ich allerdings hier ein Enter hineingebe, dann wird euch das Ganze hier schon angezeigt. Beachtet, dass ihr wirklich immer nur einen Abschnittswechsel hier einfügt. Gehen wir nun in die Fuß- bzw. Kopfzeile unserer verschiedenen Abschnitte und dort wird sofort erkennbar, dass es sich hier um die Fußzeile des zweiten Abschnittes handelt bzw. um die Kopfzeile des dritten Abschnittes. Daran erkennen wir, wie viele Abschnitte hier drinnen sind. Allerdings haben wir jetzt auf der rechten Seite noch dieses Feld, wo steht wie vorherige. Das ist etwas, was wir nicht benötigen, weil wenn wir nun Fußzeilen oder Kopfzeilen einfügen, dann wird die Formatierung der gesamten Seite hier eben auf alles übertragen. Wir müssen also die Verknüpfung lösen und in der Gruppe Navigation seht ihr schon, dass hier dieser Button mit vorheriger Verknüpfung angewählt wurde. Wenn wir diese lösen, wird auch diese Meldung nicht mehr angezeigt. Aufpassen, dass ihr das bitte auch für die Fußzeile macht. Okay? Das heißt, wir müssen das in der Kopfzeile und in der Fußzeile machen. Dann sehen wir, dass unser dritter Abschnitt schon frei von Verknüpfungen ist. Und dasselbe Spiel müssen wir jetzt nun für unseren Abschnitt 2 machen. Ihr könnt es auf der letzten Seite machen, so wie ich. Ihr könnt es aber auch irgendwo im Dokument machen oder auf der ersten Seite, je nachdem, wie es für euch einfacher ist. Ich löse auf jeden Fall die Verknüpfung sowohl in der Fußzeile als auch in der Kopfzeile und merke dann schon, unser gesamtes Dokument ist nun frei von diesen Verknüpfungen. Überprüfe das Ganze vielleicht noch im Abschnitt 1 und sehe, okay, es gibt einen Abschnitt 1, wo die Fußzeile ist. Davor kann natürlich kein weiterer Abschnitt sein, der was damit verknüpft wird, weil Abschnitt 1 logischerweise der erste ist. Und das war es nun eigentlich auch schon zu den verschiedenen Abschnitten. Wie nun die Seitennummerierung eingefügt wird, zeige ich euch im nächsten Video.